musste gerade in der Pause nochmal dran denken. Ja, der David hat's auch anfangs nicht verstanden, warum Max und Chloe einfach fort sind und in die Zukunft geblickt haben. Also in Away konnte er es dann schon verstehen, aber so richtig verstehen, so richtig den wahren Hintergrund wird er nie verstehen. Weil er halt einfach nicht weiß, dass Max das halt in der Hand hatte. Was dann Arcadia Bay passiert und dass sie und Chloe da einfach nicht daran erinnert werden wollen, was sie da entschieden haben. Mit dem Wissen würde der David auch anders drüber denken. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Life is Strange, True Colors. Max und Chloe haben dem David von der Superkraft nicht erzählt, also letztendlich auch nicht von dem, dass sie den Tornado praktisch in der Hand hatten. Tja, hätte auch vielleicht einiges kaputt gemacht. Allen voran denke ich aber, dass es halt schwierig gewesen wäre, das dem zu verklickern, dass das wirklich so ist oder war. Dann heißt er wieder beweisen und dann heißt es mit der Kraft spielen und nee, und das macht's eh alles viel zu kompliziert. Also haben sie das lieber für sich behalten. Warren weiß, wusste Bescheid. Was ist eigentlich mit Warren? Da kriege ich auch gerade wieder Gänsehaut, weil Warren ist auch ein super Typ und der wurde mit der Entscheidung halt auch bewusst in Gefahr gebracht. Was ist eigentlich mit Dana und ihrem Skaterboy? Ich muss gerade wieder an Max denken, wie sie ihn bei dem missglückten Trick einfach fotografiert hat. Das war so übel. Der liegt am Boden und winselt vor Schmerz. Und was macht Max? Sie macht davon einfach ein Foto. Aber ja, was machen die? Geht's denen gut? Was mit Kate? Was macht die Vic? Auch wenn ich die Vic nicht so wirklich richtig leiden kann. Als Charakter finde ich sie sehr interessant. Hat Ähnlichkeiten zum Chad. An sich haben beide eine Art an sich, die einfach nur widerlich ist. Aber beide können auch anders sein. So wie sich die Victoria da einfach in der Dunkelkammer, gut, es war eine besondere Situation, da wird man vielleicht auch gerne mal so, wie sie da war, wie sie sich Max gegenüber geäußert hat. Aber eben deswegen hätte ich es auch sehr interessant gefunden, oder finde ich es einfach sehr interessant, wenn man ein DLC bekommen würde, wo man einfach eine die Geschichte von Victoria Chase oder von dem Chad Lucan eben aus deren Sicht erleben würde. Boah, es gibt so viele Geschichten, das mag ich so sehr an Life is Strange, die man sich einfach spinnen kann. Was wäre, wenn und wie geht's jemanden, von dem man nichts gehört hat und ach, einfach toll, diese Spielerei, diese Spielwelt, das Universum. Definitely getting this one framed. Und ich bin so froh, dass wir hier Steph wieder getroffen haben. Weil Steph einfach großartig ist. Danke, dass du mein Modell warst. Du warst zu beschäftigt mit dem Jukebox-Spiel, um es zu bemerken. Hab dich lieb. Ciao. Das ist also Steph. Okay. Das Jukebox-Spiel. Oh ja, das war toll, aber leider ist es immer gleich. Also man kann im zweiten Durchlauf nicht anders rätseln. Oder ich hatte das Glück oder Pech, dass es genauso wieder ausgegangen ist. Aber ich denke mal eher, da gibt es bloß diese eine Möglichkeit, was dann doch schade wäre.
Comics wegräumen. Dude was camped out here for 3 hours. Didn't buy a thing. On the plus side, he did leave all this shit for me to clean up. Aber nicht jetzt. I dragged this whole ass chair out here and I haven't even used it for a nap yet. Criminal. Oder bescheuert. Hat man die Sonne im Rücken? Vielleicht einen Sturm drehen, um rausgucken zu können, wäre auch nicht verkehrt. Weil bei die Sicht in den Plattenladen ist ja auch super. Na, Steffi, geht's beschissen, hä? Tut mir ja leid. Tut mir ja leid. Chef Betty's been getting a lot of traffic from this bulletin board. Think I'll ask for my cut in risotto. Risotto. Lost Dog. Komm mir irgendwie bekannt vor. Get it? Steph picks instead of staff picks? Ryan made me do it. Steph und Chef. Zweimal grün. Amber Moon. Rachel Dawn Amber. Verrückt. Nochmal. Verrückt. Wait. Sehr verrückt. Which one did Gabe do again? Welcher davon ist von Gabe? Der Allerrechteste. Der kriegt doch nichts Ausgefalleneres hin, oder? 90er Musik. Rewind? Ja, genau, vielen Dank. Zeit zurückdrehen, Rewind. Ja. Bin mal gespannt, wie lange das in der Life is Strange-Reihe noch durchgezogen wird mit diesem Hast du Arcadia Bay gerettet? In Life is Strange 2 und im DLC von True Colors. Ich hoffe im nächsten Spiel nicht mehr, weil es dann einfach um Max und Chloe geht, die Fortsetzung. Wobei, nee, absolut unwahrscheinlich, dass man zu Beginn des Spiels, stellt euch vor, das nächste Life is Strange, das geht darum, dass es mit der Geschichte von Max und Chloe einfach weitergeht. Und da bekommt man zu Beginn die Frage gestellt, hast du Arcadia Bay geopfert? Und dann entscheidet man sich so früh, ob man ein Spiel erlebt oder ein komplett anderes, weil große Entscheidung, ne? Boah, nee, das geht nicht. Da finde ich meine Variante von Deck 9 und Dauntless schließen sich zusammen für ein 100 Stunden Life is Strange mit Max und Chloe. Realistisch, ach was sag ich, 100, 300 Stunden. Ja, ich habe meine Anforderungen nach oben geschraubt. Das nächste Life is Strange von Deck 9 und Dauntless bitte zusammen. Es geht darum, wie es mit Max und Chloe im Oktober 2013 weitergeht. Und es muss mindestens 300 Spielstunden haben für Schnellspieler oder für, nee, für den Durchschnittsspieler. Ich werde nicht ins eine Extreme gehen. Nicht die Langsamspieler. Gut, ich bin noch extremer. Ich bin sehr, sehr langsam. Aber in Life is Strange ganz besonders gerne wegen der ganzen Gedankenspielerei auch diese Folge schon wieder. Ja. Gelegenheitsspieler und nee, Durchschnittsspieler. 300 Stunden brauche für Life is Strange. After the Storm. Folge hat zwar gerade begonnen, aber allein schon mit den Gedanken hier zu Folgen beginnen und auch gerade hier an der Pinnwand, wo ich Steph sagen musste, dass es mir leid tut. Muss ich mal einen Schluck trinken. Ist schon wieder irgendwie trocken der Hals. So. Wie habe ich die Musik eigentlich eingestellt zuletzt? Oh. Gut.
Ah, hier das Need for Speed Payback-Lied. Still amazes me that we now sell comics. Props to Thanor for drumming up so much interest. Da. Der Sohn. Musik zum Lernen. Solitude. Step one of my grand plan to corrupt the youth. Das sieht cool aus. This is what it's come to. Bribing my cat with drugs. Naja, und auch hier müssen Drogen eine Rolle spielen. Ja, war ja klar, typisch Life is Strange. Es gibt so ein paar Grundsätze, die sind immer gleich. Diese schrecklichen Drogen. Diese schreckliche Gitarrenmusik. Diese schrecklich guten Charaktere. Und noch viele, viele andere Sachen. Was einfach zu einem Life is Strange dazugehört. Fresh goodies. Time to find your home. Oh, oh, oh. Kicker, Kicker, Kicker. Thymian und Blut. Charlotte and I started this book club where we read the trashiest crime novels and then talk about how much we love them. Thymian und Blut. Tyler Christiansen oder Chris Jensen. My tiny, oppressive command center. Das Schild oben links ist weg. Oh. See, this one I can keep up for a while. Thanks, Gabe. Profi bei der Arbeit. Das ist die Tante, die ich kurz für Rachel gehalten habe. Sind wir die auch mal groß. Das ist überhaupt nicht Rachel. War ja auch nur so im Augenblick. Eben aus dem Augenwinkelblick. Okay, but how to become a home inspector includes 10 aggressively personal journal prompts and they're amazing. Ach, sowas auch zu Life is Strange gehört. Dieses schreckliche Tagebuch. Bei ihr hier auf dem Cover. Vor Steffs Kopf. Muss ich auch an Rachel denken, an das Bild, was. An die Fotofix-Bilder von Chloe und Rachel, die wir gesehen haben. Ich hier gerade bei Rachel war und jetzt hier mit Chloe und Rachel. Das Auto ist immer noch da. Okay, dann wollen wir mal Kicker Zähltafel. Oh yeah, I should add a tally for yesterday's match. Oh. Vielleicht soll ich nochmal speichern? Nee, wenn es schief gehen sollte, dann geht's halt schief, aber es wird nicht schief gehen. Steph, wir haben ein Ziel vor Augen und das packen wir. Dieser Gabe, das mit ihm, also nicht das mit seinem Leben, was ich jetzt sage, das mit seiner Vorherrschaft, das muss enden. That game took a lot out of me. But then, they all do. Watch and learn, Steph. The master is about. Wie was unterbrechen geht nicht. About to go to work. Aw, that's adorable. You think you're the master?
Boah, scheiße. Prove me wrong. Da legt er gleich los. That's the plan. Hey. Kein guter Start. You got something on your face. Oh, doch. Oh, no, no, never mind. That's just what your face looks like. Du verlierst gerade noch. Ups. Okay, but seriously, you really do have something on your face. Just shut up. Oh, it's a look of profound shame after losing to me yet again. Mist. Maybe your cat just doesn't like losers. Hey Gabe, where did you get that scratch on your hand? Shut up. Wieder 5-0. What? Could it be? After all his big talk, has Gabe Chen been humiliated in his own house? Achtung, Ausrede. You know, gloating is not very sportsmanlike. Aber nicht zu selbstsicher rung fühlen. By rung, sucker. Nur weil wir bisher gut performt haben, heißt das noch lange nicht, dass wir das entscheidende Spiel auch gewinnen. Insofern, ja, war sehr wichtig, aber nicht zu selbstsicher werden. Denn das ist der erste Schritt zur Niederlage. Dann später in dem Raum da hinten beim Schlagzeug. Die Lampe, die mich schon mein ganzes Leben lang verfolgt. Füge Evens Zeichnung etwas hinzu, die war ja hier und dann Radioshow-Aufgaben und. Ach, stimmt, der Laptop da hinten. Den habe ich ja bewusst noch gar nicht. Mit dem komischen Desktop, mit dieser nicht am Raster ausgerichteten Icon-Geschichte. Just checking out some other options. Nicht schön. Mammoth Job Search. Mammoth. Jobs finden, Lebenslauf, Gehaltsrechner, Karriereratgeber. Neueste Suche, DJ-Jobs in Chicago. DJ Jobs in Chicago, Illinois, 4 Stellen gefunden. Alternative 88.6 The Wasteland. DJ für die Nachtschicht. The Wasteland sucht nach dem nächsten großartigen DJ, der unsere mondbeschienenen Radiowellen mit herausragendem Musikgeschmack beherrscht. Und mindestens 5 Jahre Erfahrung bei einem Radiosender hat. Okay, da müsste man mit etwas flunkern. Ja, da kommt die Gänsehaut wieder, damit habe ich ja schon gerechnet, aber auch wenn ich weiß, was kommt, ist es halt trotzdem so ein Gänsehautmoment, weil halt ein besonderes Abenteuer. Und Stess sagt nichts dazu. Gut, vielleicht doch besser so, tut der eh weh. Die Nacht des Andenkens. Bitte schließt euch unsere jährlichen Kerzenmahnwache für Arcadia Bay an. Und das Leben... Um der Leben zu gedenken, die beim tragischen Sturm 2013 zum Opfer fielen. Gemeinsam stehen wir ein für die anhaltenden Bemühungen zu heilen, wieder aufzubauen und zu erinnern. Das wird nicht leichter. Wir auch. Let's see what I have left. Oh, good. All of it. Alles. Aufgaben für mich, weil hier sonst keiner arbeitet. Comics bei der Musikstation wegräumen. Müll aus dem Hinterzimmer rausbringen. Neue Alben in Neuveröffentlichung einräumen. Per E-Mail erbeten eine CD für Andy finden. Und
und überall kommt dann Arcadia Bay hoch, einfach an beim Müll und spätestens da hat's ja bei mir Klick gemacht im letzten Durchschnitt. Mann, Telefon. Ich meine, es gibt aber keine Radioshow-Aufgaben. Okay, work mode, go. Got a caller. I should probably grab that. Vielleicht. Hey, you're on the air with Steph. Hey, all right, thanks for taking my call. Don't thank me yet. What can I predict you for? Well, I don't know. I'm out here for a 3-week stay in the Firewatch Tower outside of town. I was actually just kind of hoping to chat with someone. Dang. 3 weeks alone in a little box? I thought I was a boss for surviving 6-hour shifts in mine. What can I say? I'm a level 90 loner. How about yourself? Probably closer to, like, level 10. All right, Fireman. Since this is still a fortune-telling show, how about this? You can tell me my fortune. Well, I'm no radio psychic, but I'll do my best. What would you like to know? What are the odds I end up being alone forever? Okay. Is this a fear or an aspiration? Ich glaube, beim letzten Mal hieß es Angst. Oh, aspiration for sure. Having total freedom, owing nothing to anyone? Sounds like the life. I don't have a crystal cootie catcher or whatever to look into. But I can tell you this. Getting away from everyone is the easy part. Sometimes it's even too easy. Fühlt sich nicht leicht an. Yeah. I know all about that. I thought you might. So I learned this the hard way, but the idea of being alone can be a lot more enticing than the reality. And too often, the people who want to be alone real bad, they're the ones who end up calling into radio shows just to hear a stranger's voice. But that wasn't really a fortune, was it? Ah, you got me. I'll have to do better next time. Thanks for the chat. And thank you for listening to KRCT. Not gonna think about that app right now. Schon wieder alle in dieser Jahreszeit. Was machen wir denn als nächstes? Lies alle Anzeigen vor, nimm 2 Anrufe an, erledige Plattenladenaufgaben. Erstmal ins Hinterzimmer Zeichnung. So, Autopilot an, Handy mitgenommen, genau. Wobei Autopilot ist noch an. Eat it, Gabe. We're basically tied. Fußball, wow. This thing's really coming along. Ja. Und ein Wasserspender. Sometimes I stand here and gossip about myself. Damn, Ninja Cat, I just filled this up. Schnell, wieder weg. This thing's really coming along. Da brennt's ja. But wait, there's more. Es ist alles ein Gemälde, die Kinder werden gesucht. Looks like some vigilante justice to me. Let's see what Ethan does with that. Es ist immer schön, Steph lächeln zu sehen.
Allen voran bei dem ganzen Mist, den sie auch mit durchmachen muss, wegen der Entscheidung 2013. Sieht aus, nix. Ich finde es immer noch beeindruckend, was Steph alles kann. Unglaublich viel Musik spielen, sie kann zeichnen, sie kann sich so coole Geschichten ausdenken beim Rollenspiel. Und dann ist sie auch überhaupt großartig. Manometer. Nicht schlecht, Steph. Nicht schlecht. Backseat Bingo. Why does that sound familiar? Zurücksitz. Holy shit. Like, Kasha, Kasha? Bezaubernde Kasha. Ein Lied aus dem erfolgreichen Musical Backseat Bingo, geschrieben und aufgenommen von Horace Grassley. Ein klitzekleines Schmuckstück. Klage für Angestellte. Can't afford them yet. You can't just let customers pluck up all the good stuff. Can't afford them yet. You can't just let customers pluck up all the good stuff. Die ganzen Sachen dann einfach verstecken und ja, irgendwann wird's gekauft. Und zwar von einem selbst. The campaign's kind of on hiatus right now. Flaschenöffner. Wie das Fahrrad, wie die Felgen einfach so scheinen. Dieses grün-gelb oder grün-gold da hinten und auch da. Ups, das ist weg. Das sieht cool aus. Violet gave this to me on our first date. Kind of made up for missing pride. At least at the time. Und wieder ist was gewissermaßen zu Bruch gegangen bei Steph. Und warum? Weil auch 2013. Oh shit. I need to give this back. I should probably stop sourcing my daily caloric intake from this table. Aber warum denn, wenn es schmeckt? No matter how many times I clean it, I can't get rid of the smell. No matter how many times I clean it, I can't get rid of the smell. Spec-fucking-tacular. Thanks, Devilcat. Hope the last person who used this remembered to clock out. We can't afford 15 years of overtime. Da liegt wer. Bitte sagen, dass das nur ein Spielzeug ist. Of course Fiona wanted to be a bard. Of course she did. Königreich und Kavern. Charaktername Corald. Zwillingsstimme. Spieler Fiona. Volk Halbelf. Klasse Bade. Trefferpunkte 10. Stärke minus 9. Hier steht halt Doppelpunkt 10. Dann ist das wohl... Es ist wirklich minus 9? Der Doppelpunkt fehlt halt. Ich denke mal, der Doppelpunkt, der Bindestrich ist hier, was der Doppelpunkt da oben ist. Ich sag Stärke 9, nicht minus 9. Gewandtheit 10, Intelligenz 16, Weisheit 13, Charisma 16, Anmerkung. Nö, keine. Auch eine Bardin. Fiona was amazing in this. Horace Wolchesters Grausamkeit des Sommers. Eine Komödie in zwei Akten, präsentiert von der Bergsteiger Theatergesellschaft. Finde auf unserer Website mehr über die Saison 2018 heraus. Ich bin so froh, dass du gekommen bist, Fiona.
found this just dumped in a corner. I'm hoping the wiring's still good. The sticker part? I won't rest until you're more sticker than support beam. Das ist meine Ansage. I might have been a little optimistic about the demand for these. Pull yourself together, Misty. Reiß dich mal zusammen, wie du da hängst. Oh man, I'm only 20 years too late. Haven Springs heimgesuchte Heuwagenfahrt. Gesponsert von Rocky Mountain Record Traders. Vom 2. Oktober bis zum 1. November 1998. Still haven't figured out what's making my snare buzz. Ugh. Still haven't figured out what's making my snare buzz. Ugh. Eine Snare beim Schlagzeug, so. Liebes Tablet. Bitte, klär mich auf. Snare, Schlagzeug. Kleine Trommel. Okay. Legends tell of a distant epoch when more than one employee's coat hung from this rack. In einer Zeit weit, weit vor unserer Zeit, da hingen hier mehrere Jacken. So, Ende. Ich meine, eine der Hauptaufgaben ist ja den ganzen Müll rausbringen, da würde ich sagen, machen wir erstmal die einfach normalen Aufgaben und dann kümmern wir uns um das Emotionale. Okay, work mode, go. At least I get to listen to music all day. Okay, I can probably figure out the gist of these and then improv the rest. Chaos City Sponsoren 08. The Black Len. Bitte erwähr. Ha. Brotz. Auch bald. Unlesbar. Unlesbar Tag abends. Danke, Chat. Grimless. Grimless Auto Unlesbar ist Haven Springs zuverlässigster Name für Schrott. Die in der Gemeinde von Haven Springs seit gestern. Horrende Preise auf instabile Karosseriebrille. Hä? Avalanche Ice Cream? Mir wurde gesagt, dass meine seltsamen Aufhänger keine Kunden in den Laden bringen. Also halten wir es diesmal einfach. Kurz gesagt, wir haben ein Halloween geöffnet und verteilen gratis Eis an Kunden, die uns einen Kürbis ins Gesicht hauen. Okay. The Black Land. Kind Haven listeners, by now you've heard me talk about everything the Black Lantern is famous for. Great food, great beer, great service, and great atmosphere. So what are you waiting for? One more reason to go? Then consider. Happy hour. Brotzeit. Happy hour, right? Yes, happy hour. Where the already great food and beers are even cheaper, but only for an hour. What a deal. And just when you thought it couldn't get any better, you can now look forward to Live Musik? Hummer, ich wäre für Hummeln. Hummeln wären cool.
live lobster on Monday evenings. Also known as the bison of the ocean, these hefty creatures will be shipped to Colorado still kicking, ready to be boiled at the snap of your fingers. Drop by today and tell them Steph sent you. Mann, wir haben gerade zu tun, wir arbeiten gerade. Hör auf, uns anzurufen. Geht doch. You're on with Steph. Ah, yes. Okay, I need your help. I'm in trouble with HR. What did you do? I screwed up. I was chatting with my coworker about the gym. We were talking about leg day, and she said she wanted to work more on her lower body. Here it comes. What did you say? I said her butt was fine as is, and she shouldn't worry about it, which was dumb. Yeah, you think it's dumb to talk about your coworker's butt? I know, but does it really need to be a whole big thing? I'm not that kind of guy, really. But now I'm freaking out. Can you tell me what will happen with HR? I'll see what I can do. Life's even more random than tabletop. We just don't notice until we hit a one. Ten, the most nothing number on the die. A conversation with HR. Not much to go on from the dice roll. So, what do I think this guy deserves? Mm-hmm. I'm back. Ready to face the music? Let's just get it over with. Die Suppe. You sit down with HR in a hard plastic waiting room chair next to a hang in there poster from the 80s. You tell HR the same story you told me about leg day and not being that kind of guy. But your HR rep isn't having any of it. No. Really? You read the Riot Act about appropriate workplace interactions, notes get scribbled in your file, in the end, you're let off with an official warning. That's so unfair. It was a stupid mistake. Does that make me some creep all of a sudden? Nein, aber du bist ein Arschloch. Okay, relax. No one is calling you a creep. But you don't have to be a creep to have done a creepy thing. And if you weren't a creep, you'd care that what you said had the effect of creeping someone out. Right? I guess. So prove it. Take your punishment, learn your lesson, and move on. Please direct any further questions to your HR rep. Thanks for the call. So, weggedrückt, gewissermaßen. Wir waren hier noch nicht fertig. KRCT is proudly sponsored by Grimley's, Auto... Vertrieb, Werkstatt, ja, Vertrieb, warum nicht? Sales, Grimley's Auto Sales, Haven Springs' most trusted name in used cars. Let's talk about Grimley's record. They've proudly served our community for a darn long time. Like, since the caveman days, when you had to stick your feet through the bottom of the car and just walk real fast. Feuerstein. That's a level of experience you can trust. So if you or someone you love is a car, you owe it to yourself to check out Grimley's. Here's an offer from our most loyal sponsors, Avalanche Ice Cream. Ein Halloween geöffnet. Keine seltsamen Aufhänger. Avalanche will be open on Halloween. So, if mom stuffs a coat under your princess dress, know that you can swing by Avalanche and stick your sweaty face in the freezer. They'll be giving out free cones to anyone. Kostüm, die den Monster Mash durchziehen. Who does the Monster Mash? Yep, just right there in the store. Mash it up, get a free cone. Anyway, check it out. Still got chores to do in the store. Better head out there.
Können wir das bitte alles mal sehen, was wir dann Anführungszeichen verzapfen? Das wäre nochmal richtig cool. Same shit, different day. Zu erledigende Dinge. Alle Anzeigen vorlesen, mindestens 2 Anrufe annehmen. Okay, nächsten dran. Nächster Tag. Gleicher Spaß. Seriously tempted to just put this song on repeat. Nur den? Also, weil gerade der läuft, oder sagt Steph das dann auch bei anderen? I had a lot of fun with Vi. Ugh, what is wrong with me? Tschu. Gezeichnet. Sometimes, this thing is the only reason I come to work. Look out for sticky meteorites. Immer größere Schachtelbehälter. Bitte. Don't worry, old guy. I also sometimes struggle with... Man, it's almost like we're a real radio station now. Haven't been on top of my game lately, I guess. KRCD-Zuhörerdaten. Tägliche Zuhörer. Zuhörer pro Block. Willst du deine Einschaltquoten verbessern? Hier ist ein Tipp dafür. Deine Community möchte sich gehört fühlen. Lass keinen Anrufer hängen. Ja, haben wir noch nicht. Passt doch. Psh, Kasha. You're still cool as hell. Moment. Okay, nur eine E-Mail. Das ist so eine schwierige Sache mit den E-Mails, ne? Hm? Da steht RE. Hey, Kasch, hoffentlich stürzt dich nicht. Aber ich habe im Lagerraum einen Haufen Fotos und Flugblätter und so gefunden. Es ist so schräg, dass der Laden früher mal solche Dinge auf die Beine gestellt hat. Wir sollten versuchen, mehr Events zu veranstalten. Die guten alten Tage wieder aufbeschwören. Wieder heraufbeschwören. Ich habe ein paar davon eingerahmt, eine Art Ruhmeshalle erstellt. Meinung? Eine fantastische Idee, ganz ehrlich. Und ich bin froh, dass du etwas mit dem alten Kram anstellst. Vorsichtig beim Buddeln da hinten. Einiges von dem, was wir da versteckt haben, sollte nie zutage gebracht werden. Und ob du es glaubst oder nicht, der Laden war mal ein richtig cooler Treffpunkt. Ich schätze, niemand bleibt ewig angesagt. Wo wir gerade bei angesagt sind, kannst du mir erklären, was zum Teufel K-Pop ist? Ein paar Kinder der örtlichen Highschool sind in der Grabstätte, ich meine im Altersheim und vorbeigekommen, um uns Fossile zu besuchen. Und das Kind, das mir zugeteilt wurde, hat nicht aufgehört davon zu reden. Mit Bezug dazu, was bedeutet es, ein Elf zu sein? Elf, halb elf und so. Ich schwöre, ich war einst cool. Immer noch verflucht cool, sagt aww. Steph. I was kind of pulling for Steph too. Steph too. Liebe Steph, danke, dass du Paul Critter benutzt. Vergiss nicht, deinen Freunden zu sagen, dass Paul Critter die schnellste und einfachste Art ist, herauszufinden, was dein Publikum denkt. Um es komplett und es ist komplett gratis. Das Ergebnis deiner Paul Critter-Umfrage siehst du weiter unten. KRCT-Zuhörer. Helft Steph, der Teufelskatze, einen Namen zu geben. Valkyrie, 45%. Wurst, 21%. Prinzessin Messerfinger, 13%. Ghost, 11%. Scream, 6%. Belzebub, was mit Belzebub? Und Steph, 2%. Haben beide 2%. Wurst, so gut. Das steht doch nur da, weil Hotdog mir eine Wurst ist, oder? Was? Ja, schon. Guckt ihn euch an. Ja, I know. You want me to talk to you. Ob mich das mein Mikrofon auch ständig fragt? Oder ob es sich das sagt? Ich will doch nur, dass du mit mir sprichst. Have a big decision to make? A nerve-wracking event on the horizon? Wish you knew how it all turns out? With one little call, you can. Give me a ring and have your fortune told right here on air. It's cheaper than life insurance. K
KRCT's countdown to Halloween begins next week. Don't miss out on some of the most iconic horror film scores and some giveaways too. Need some advice for picking out your Halloween costume this year? Look no farther. I've got you covered. Costume tips coming at you soon, right here on KRCT. Let's talk weather. Forecasts show another week of beautiful, sunny Colorado fall weather coming up. So keep an eye out for snow. Oh ja, Schnee, wird Zeit für Schnee. Wenn ich wieder denke, wie toll das dann aussieht, wie der Schnee dann hier draußen liegt. Vor dem Rocky Mountain Record Traders. A reminder to Haven listeners from Town Hall. Trick-or-treating hours for young children are from 6 to 9:30, with trick-or-treating hours for mountain lions beginning shortly thereafter. Für Pumas, na vielen Dank auch. The American tradition of Halloween is a jazz fusion, if you will, of similar holidays across cultures. You can learn more about Day of the Dead in the Dominican at the Silver Dragon Dispensary this Saturday. And I don't know about you, but I am not missing out on Charlotte's Pan de Muerto. Wie bei dem Mischpult dann halt auch die Pegel ausschlagen, wenn Steph was sagt. Naja, an dieses kleine Detail wurde gedacht. Really not feeling it, but I've got chores left to do. Immer diese Aufgaben, die erledigt werden wollen. Das ist wie mit Entscheidungen, die getroffen werden wollen. Still working on your Halloween costume? Here's a tip. Don't be a sexy cop. You know? Just don't. Even more tips coming up. Stay tuned. Flu season is here, so get a flu shot. Do it, people. Here's something fun. On this day in 1858, Lucius Teller climbed and named Teller's Peak. Okay, maybe it wasn't that fun. Das war wirklich wahr? Gleich mal nachschlagen. Don't know about you all, but I'm still figuring my Halloween costume out. Here's another tip. Wear purple lipstick, just a ton of it, and a high ponytail. Trust me. Steph vertrauen? Ja, das geht. We here at KRCT would like to take this time to remind Haven listeners that the earliest acceptable date for Christmas decorations is after Thanksgiving. Je eher, umso besser. So, so, so. All right, y'all. Time for our last costume tip. Go as Dora the Explorer. Extra candy room in that purple backpack. I think that's all I have in me today. Das war aber gefühlt schon ganz schön viel. Dann haben wir jetzt ja, glaube ich, hier drin alles erledigt. Die Wackelsonnenblume wackelt, das ist sehr still wichtig. Still got work left in the record store. Handy wird eh mitgenommen. Ja, Telefon, schon einige Anrufe angenommen. Einige Anrufe angenommen, Anzeigen, passt. Comics weg, den Müll rausbringen und neue Veröffentlichung einräumen, finde Andys CD. Gut, dann werden wir das mal machen, aber dann erst in der nächsten Folge. Ich freue mich schon, aber andererseits freue ich mich auch nicht, weil, ja, es ist nun mal mit den bestimmten Erinnerungen verbunden. Schön und traurig zugleich. Aber das macht's auch aus. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.